Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Immer noch dabei ist der Kai. Hi. Hallo. Oh, das war gerade im Freestyle gewesen. Macht ja. nichts. Und in der letzten Folge haben wir begonnen, die Handelsaktion hier mit den Villagern zu machen. Wir haben jetzt auch eigentlich einen Lektor. Wir haben einen guten Farmer, der uns einen guten Trade macht. Der Lektor macht einen sehr guten Trade. Das müsste der sein. Mit der Fortune 3 Book. Sowie mit dem Bookshelf, aber das ist in der Folge jetzt erstmal gerade uninteressant, weil das ganze Weizen erstmal auch nachwachsen muss. Ich gehe in die Mine, suche Eisen, suche Gold, also suche jetzt die Ressourcen. Tu dir keinen Zwang an, ich baue uns hier die Bäumchen auf. Aber glaube ich, meine ich das nur oder wird das gerade, was ist das? Achso, wird das gerade dunkel? Nee, ne, sieht nur so aus. Warte, ich schau gleich mal nach. Na doch, das wird nach. Jetzt wieder. Ja, wollte ich auch sagen. Ich meinte, mir wäre doch irgendwie so gewesen. Also hüpfe ich mal wieder ein bisschen auf dem Bett rum, bis dunkel genug ist. 4, 5, 6. Ja, ich stelle es mal hin. Man sieht das die ganze Zeit, du hüpfst auf dem Bett rum. Ja, habe ich doch gesagt. Es ist ja nicht dunkel genug. Die nehmen ja keine Rücksicht auf alte Männer, die ihren Schönheitsschlaf brauchen oder so. Ja, endlich. Was, so alt bist du ja auch wieder nicht. Nein, 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 ich bin 12. Mal irgendwas. Ein halb. Mal irgendwas. Ja, ist ja gut. Reit nicht drauf rum. Ja gut, du bist 13. Tut mir leid, ich muss alle in den Illusionen jetzt platzen. Erst 13. Ja. Jetzt sind alle enttäuscht. Ah ja. So, das heißt, jetzt geht's erstmal schön in die Mine. Jetzt mal gucken, wie lange ich brauche, bis ich die ersten Eisen vorkomme oder ähnliches finde. Ja. Wenn du in 24 Stunden nicht wieder da bist, gebe ich eine Vermisstenmeldung auf. Danke. Sehr gütig. Nicht wahr? So bin ich. Wir entscheiden, wir brauchen Gold und so weiter, dass wir Goldäpfel und so weiter auch machen können. So. Ja. Ja, hier diese ganzen Eisensachen, die ich gefunden habe, die habe ich aus Folge 2. Mhm. Da habe ich einen Canyon mit Eisen gefunden. Das ist praktisch. Mhm. Irgendwas passt jetzt aber nicht. Da fehlt noch. Ja, wer zählen kann, ist genau wie mit dem Lesen, klar im Vorteil. Ja, das passt. Primstens. Okay, ist keine große Mine, aber Eisen gefunden schon mal. Ja, Tagessoll erfüllt, können wir den Laden zumachen. Okay, und das war's dann mit der Folge. Letzte Folge 30 Minuten, diese Folge nur ein paar Sekunden. Ja, soll man nicht zu fordert werden, ne? Das ist ja auch ein schwerer Job hier. Ja, ehrlich, ey, so immer dieses Aufnehmen und so weiter. Also Leute, ihr müsst... Ja, ich bin schweißgebadet. Also. Ja, also ehrlich, er ist ja auch noch ein alter Mann und kann nicht ja, so viel eben. Aufnehmen und so. Nebenher gefragt, wie viele Bäumchen hättest du denn gerne gepflanzt? 8, 9 Bäumchen, dass wir immer weiter nachproduzieren können. 8, 9 Bäumchen, ja, ist okay. Ja. So. Also wir sind jetzt bei 16. Okay. Das reicht irgendwie, bestimmt. Ja, muss ja auch noch was aussehen. Pflanzt doch nicht nur so zwei Gestrüpp hin und sagt, jetzt ist fertig. Ja. Taucht doch nicht. Oh, aber wusstest du schon, wenn du im Wasser tauchst oder Wasser gehst, dass du mit deiner Steuerungstaste schneller schwimmen kannst? Ja, das siehst du sogar, wenn du mit F5 dir das mal in Außen anschaust, dann schwimmt dein Charakter. Das weiß ich, das weiß ich.
So meine ich auch. Ja, dann sind wir ja zu zweit. Wusstet ihr das schon, Zuschauer? Ab in die Kommentare damit. Ah. Hashtag Angeber Pack What the Beep. Okay. Nee. Lies noch mal. Sowas will ich ja nie schreiben. Da steht nicht WTF. Ja, what the, wo, was? Was bedeutet das? For the win. So for the win. Ah. Gott, wieso habe ich das andere gelesen? Ah, Gott im Himmel. Ja, ja, freudsche Gedanken und so. Ja, natürlich immer. Oh Mann. Du Ferkel. Weißt du, warum die Villager immer flüchten wollen, wenn du kommst? Ja, ich hab diese Sklavenarbeit verdammt. Ich habe sie freundlich, höflich umgebeten, meine Mitarbeiter zu werden. Ja, sehr höflich vor allen Dingen. Als erstes eine Mauer auch drum bauen. Oh, hallo Wölfe! Hundis! Ja, Hundis! Brauche Knochen! Ich wollte gerade sagen, hast du was dabei? Nö, leider nicht. Oh, hier sind Bären. Ich weiß, ich glaube, das weißt du auch schon, es gibt Füchse. Ja. Jetzt, was das der Fox ist. Jo, ich brauch, ja. Haben wir Kohle über, die du gerade ja, brauchst? Ja, haben wir. Wir haben genügend Kohle. Ja, ist hervorragend. Dann kann ich mich da ja ein bisschen bedienen. Was ist denn hier noch? Autsch. Hallo. Oh, Eisenstiefel. Ja, die nehme ich doch gerne. So, weg mit den Lederstinkern, her mit den Eisenstiefeln. Hat hier dort auch nichts zu suchen. So. Hey, Ruhe. Wo ist er da? Zum Teufel. So, ich habe die nächste Höhle gefunden. Du musst mir sagen, wenn es dunkel wird. Geh jetzt in eine Höhle rein. Ich sehe jetzt nicht, ob es dunkel wird oder so. Wir haben jetzt gerade gut Mittag. Okay. Ist also alles halb so wild. Gut. Andesite, Bräun. Bisschen Kohle. Check your Recyclebook. Checke mein Recyclebook. Mir aber nichts, weil ich nicht vorher schon wusste. Bock, Job. So. 8, 16. 8. So. Kohle. Ne, 4. So. Sag mal, was... Irgendein Thema müssen wir immer mal finden. Wie findest du denn eigentlich GTA-RP, also generell RP von Spielen? Also jetzt nicht RPG-Spiele, sondern Shooter oder ähnliches, wo man dann am Ende RP-Server betreiben würde. Bist du davon so ein Fan oder nicht so? Wenn ich ehrlich bin, eher nicht so. Aber das hat weniger mit dem RP zu tun, als mehr, dass ich meistens nur im Singleplayer unterwegs bin. Okay. Dementsprechend, wenn überhaupt, auch nie Gelegenheit gehabt hätte, da irgendwas anzufangen. Holzweg, die Weg. So. Okay. Steine. Also es ist nicht meins. Ich meine, ich weiß, dass es erstaunlich beliebt ist, muss ich sagen. Hätte ich also nie mit gerechnet. Aber ich selber bin nicht wirklich ein Typ dafür. Aber ich sag mal so, ich bin davon ein Typ. Ich hab's auch eine lange Zeit privat auch gezockt. Ja.
Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es geliebt und ich wäre der Meinung, du würdest ein richtig geiler RP-Typ da drin sein. Glaube das eher weniger. Ich habe früher, damals, nicht Steinzeit und so, da habe ich echt normales Rollenspiel, also so mit Zettel, Stift und sowas gespielt. Aber wie gesagt, das ist auch schon Jahrzehnte her. Und habe irgendwann einfach den Drall dahin nicht mehr gehabt. Es gab mir nichts mehr. Und seitdem spiele ich zwar immer noch gerne Rollenspiele, aber eben nicht in Computerspielen. Nur zwei brauchen wir noch. Okay. Der Das sind keine richtigen Höhen, die es hier sind. Wobei, what? Okay, ich habe nichts gesagt. zu früh gefreut, doch eine Ja. große Höhle gewonnen. Nicht nur eine große Höhle. Das geht einfach mal so runter. Ja, dann Koppel frei, runterbuddeln und ab dafür. Nee, ich folge dem Wasserstrom. Die fehlt noch. Es wird langsam dunkel. Versuche mich auch gleich aus dem Wasserstrom zu befreien. Ja, noch ist aber. Du kommst hier nicht rein, es ist nicht dunkel genug. Du darfst so ein bisschen aufs Bett herumspringen. Genau, das mache ich auch gerade. Was ist denn bei der Schmiede am Dach? Da steht was auf dem Dach. Ich will wissen, was das ist. Ach, eine Mauer. Das soll wohl ein. Jetzt können wir uns hinlegen. Soll Okay, wohl ein warte, Schornstein warte, 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 darstellen oder warte, so. warte. Na, ich lieg schon. Ja, ich Was ist muss da? auch gerade zum Bett. Jo, das hat funktioniert. Perfekt. Fast, als wäre es so gedacht. Ja, sind auf der Höhe 42. Ist ein langer Weg runter. You gotta be kidding me. Ich habe mir jetzt nach alter Gewohnheit ein paar Stone Slabs gebastelt, weil die an sich immer eine bestimmte Textur hatten, aber die scheint sich geändert zu haben, das Rezept. Ja, du brauchst dafür einen Steinhersteller, hier so ein, ach, wie ist denn das hier, so ein Steinhersteller-Gedöns. Ja, super. Disenchant? Nö, das ist. Na gut, dann nehmen wir die eben jetzt so. Muss ich halt mit leben. Widerspricht zwar meiner persönlichen Ästhetik, aber okay. Eins, zwei, drei Öfen. Zwei. Kann ich hier noch Steine? Vielleicht habe ich ja noch welche in den beim Kochen vergessen. Gucken wir doch mal. Da müssten nur noch ein paar wenigstens drin sein, oder? Jawohl, macht Papa glücklich hier. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir genug Steine. Aha. Also wenn du wieder da bist, ist mit Sicherheit auch unsere kleine Farm hier hinten fertig. Okay. Eine doofe Frage. Auf welcher Höhe gab es Dias? 12. Okay. Versuche jetzt auch gerade, weil ich ein bisschen Eisen gefunden habe, auch mal ein paar Dias ranzubekommen. 12 oder 16 war, meine ich, die Range, wo die anfingen, / wo man die finden kann.
Aber wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich auch nicht. So, wenn das Ding hier fertig ist, dann wird als nächstes eine Angel gebastelt. Hast du das Miau gehört? Die arme Katze da draußen, ganz alleine. Ja, die hat Hunger, die hat Hunger. Ja, ne? Ist auch ein Unding. Kann doch keine Katze hier leiden lassen. Holzkohle, das wäre mal... Was ist denn das für ein Monstrums vom Baum? Meine Herren, nee. Na, den haust du um. Oh, Lapis. Lazuli. Braune Schaufel. Das geht nicht, das geht nicht, das geht alle nicht. Die machen nicht, was ich will. Wenn ich Holz wäre, würde ich mir... Entschuldigung. Kein Problem. Ich brauche, ja, ist egal, ich habe eine Axt und ich habe Bäume. Habe ich kein Problem mehr, sondern eine Lösung. Ja, das sind eben so Sachen, die vermisse ich halt bei Modded Minecraft dann oder hier bei Vanilla dann ganz furchtbar. So einen großen Baum umzuhacken. Hier mit, wie hieß es? Vein Miner und solche, ja, Geschichten. Vein Miner. Ja, macht die Sache doch um einiges einfacher. Ja, wir kommen zurück in der Steinzeit. Ich wollte das jetzt nicht so harsch formulieren. Aber das ist schon... Ja, direkt der erste Baum, der spawnt, ist schon eine Mutter aller Bäume hier, meine Güte. Ja, nein. Was? Nein, vielleicht? Will ich nicht. Okay. Warte mal, wobei das ist ein sehr guter, warte mal, das muss ich nochmal hier ordentlich machen. Wenn ich mal wüsste, was er bloß tut. Wächst hier sofort. Aber kein Stress. Perfekt. Ja, ich kann ja keine richtigen Screenshots machen, weil die alle schwarzbild sind. Deshalb, bevor ich irgendwie was mache, rendere ich das dann und nehme einfach von der Renderdatei, mache kurz davon einen Screenshot. Und warum kannst du keinen Screenshot machen? Was, ja, das frage ich mich auch bis dato immer noch. Und ich habe eine Lava Cave gefunden. Das ist auf der Höhe jetzt nicht überraschend. Ein ganzer Fluss aus Lava. Da ja, haben mich auch schon ein paar Viecher angeguckt. Oder wenn dir kalt ist, nicht? Ich weiß ja, wo es hingeht. Jo. Ebel. Ein Ebel hier. Ist aber bald mal gut hier mit Baum. Mein Gott, wo der überall nur Äste versteckt hat. Ich wollte nur ein bisschen Holz. Noch ein Ebbel. Aber hier ist kein Holz mehr dazwischen. Nee. Gut, dann können wir jetzt hier den Laden mal abbauen. So. Und wenn wir Holz haben, haben wir auch gleich Kohle. Was doch auch schon wieder praktisch ist. Ich mich jetzt nur irre. Ach ja, also ich musste jetzt erstmal einen Moment überlegen, wofür brauchte ich jetzt eigentlich nochmal Kohle? Hackeln. Ja, es ist mir dann auch wieder eingefallen. Ich denke so, ja. Naja, aber wie gesagt, alter Mann, da braucht das schon mal ein bisschen länger. Klar, fällt die Hälfte wieder daneben. Super.
Okay, ich lasse das sein. Ich lasse die Diamantensuche erstmal sein. Wieso? Ja, die Lava Cave, die gefällt mir nicht. Nein? Mm-mm. Die dich böse angeguckt oder so? Mm-mm. Ja. Besonders so rote Augen von Spinnen. Du hast was gegen Arachniden, ich ja, habe ich wirklich. Ja, aber nichts, was hilft, ne? Ja doch, mein Schuh. Ja. Sag mal, wird's eigentlich dunkel? Nein. Also jetzt ohne doof wird es wirklich nicht. Okay. Ich suche mal gerade. Ich sehe allerdings die Sonne auch nicht mehr am Himmel gülden rumscheinen tun und so. Mal gucken, wie viel Uhr haben wir denn wohl. Dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, wenn ich das richtig sehe. Doch, da ist sie. Geht sie jetzt gerade auf oder geht sie unter? Sie geht unter. Also wir haben quasi frühen Nachmittag. Ach so. Mir ist vor all dem Übermut, wie ich hier mit meiner Baumschule beschäftigt war, eingefallen, es wäre vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn dann da hinten nachher schön Bäume stehen. Und die ganzen Viecher spawnen dort. Mhm. Das stimmt auch wieder. Ist ja nicht ganz so prall. So, Stickies habe ich. 20 Stück, ja, da war echt. So, wo sind meine Saplings? Where are my Saplings at? So. Im Sturm. Du, du, du und du. Vor guten Wetter. Wenn ich drankomme, kriege ich die andere Seite auch noch welche. Jetzt wird es so langsam, aber sicher, nicht wahr? Dunkel. Dunkel. Okay. Kam ich aber wieder noch nicht. Also die Sonne geht noch unter, noch ist also alles im Grünen hier. Drei Pflanzen. Jupp, jetzt geht es. Naja, und wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, ja, sehen wir in der nächsten Folge. Da, 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 da. Hönala! Ja, dann bis zur nächsten Folge. Gebt natürlich dem Video wieder einen Daumen nach oben und abonniert Kai. Unbedingt. Nee, mich braucht man nicht abonnieren. Nein, bloß nicht. Den alten Mann immer abonnieren und mich bitte über Twitter folgen, dass ihr immer wisst, wann die nächsten Folgen kommen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Gute. Bye, bye und ciao, Leute. Tschüss.